Hallo Freunde, da bin ich wieder. Heute gibt's ein feines Spielchen und zwar folgendes. Wenn's mal da stehen würde, ihr werdet's ja gleich sehen. Ich sag nix, nein, nein, ihr könnt abwarten. Jetzt steht's da, Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time. Was damals 1992 für den Super Nintendo rauskam, von Konami entwickelt. Und ist sozusagen, ja, keine direkte Portierung von der Arcade-Version, die 91 rauskam. Es ist, hat schon gewisse Unterschiede zur Arcade-Version. So, ich will nicht groß labern. Ach komm, jetzt fängt schon wieder hier das Video an. Nein, ich hab doch schon hier jetzt Start gedrückt. So, darf ich jetzt anfangen? Dankeschön. Danke, Spiel. Das ist sehr freundlich, danke. So, wen nehmen wir denn? Ich mach die Augen zu. Ich weiß nicht, welchen ich hab. Ich guck erst, wenn das Level gestartet ist. Ach, jetzt, das Video wollte ich jetzt euch nicht wegdrücken. Naja, egal. Der hätte mal nur gesehen, wie Krang, den Big Apple, sag ich schon, die Freiheitsstatue geklaut hätte. Darum geht's ja auch. Man soll die Freiheitsstatue zurückholen. Das ist quasi die Story. Man wird dann später halt... Ach, Raphael. Na gut. Eigentlich wollte ich nicht so gern mit ihm, aber okay. Mensch. Das ist übrigens meine zweite Aufnahme. Die erste Aufnahme war irgendwie viel zu lang und auch irgendwie blöd. Ich versuche jetzt mal einfach mal... Na, sag mal! Kommst du mal... Die halten aber wenig aus. So... Ja, dieses Feature mit den Gegnern in den Bildschirm werfen, das ist ja auch quasi erst seit der Super Nintendo-Version so, dass man das gezielt machen kann. In der Arcade-Version war es auch rein zufällig. Da konnte man das nicht so einfach mal so frei in der Schnauze einfach mal die Gegner da reinwerfen. So... Yeah, ich... Habt ihr das gesehen? Wirft da einfach so einen Ninja-Stern auf mich. Kein Benehmen. Kein Benehmen, diese Food Gang. Warum eigentlich Food Gang? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Warum heißen die Food Gang? Gibt es da irgendeine Erklärung für den Weiten des Internets? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Falls jemand das weiß, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. Ach, guck mal, der Krang hier mit seinen... Laseraugen. Oh, kannst ja schön Laser schießen. Du bist ja ein ganz toller. Ja, April, ist ja gut. Ich kämpfe ja schon. So. Und wieder einer in den Bildschirm werfen. Das war auch damals so ein richtig geiles Feature. Den Gegner in den Bildschirm werfen. Also das hat man nicht oft gesehen damals, sowas. Und ich wurde schon wieder mit einem Ninja-Stern beworfen. Sag mal. Das war mal gut hier, Freundchen. Darf ich bitte meine Pizza haben? Danke. So. Jetzt kommt der Endboss, der erste. Ja, eine Fliege! Mensch! Wie einfallsreich. So. Baxter Bockmann oder irgendwie so heißt er. Rockman, Baxter Stockman, genau, so hieß sein Name. So war sein genauer Name von diesem Fliegenmann. Immer diese Mutationen, was Mutationen aus einem machen können. Was Mutationen aus einer Fliege machen können, das ist schon echt traurig. Wie er sich freut, dass er mit diesem komischen Greifarm nach mir schießen kann. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck dabei gesehen? So, bist du jetzt mal bald im Arsch. So, jetzt ist er tot. Und jetzt explodiert er. Geh weg von mir. Boom. Ja. Somit hätte ich das erste Level heil überstanden. Kawabanga! Ja, da freue ich mich natürlich gleich mit. Mit dem kleinen Raphael. Wenn er sich freut, freue ich mich auch.
Alley Cat Blues. Ach ja. So. 2009 kam übrigens eine Neuauflage des Spiels für PlayStation Network und Xbox Live-Marktplatz raus. Was allerdings nicht so viele begeistert hat. Weil es außer dem grafischen Neudesign, quasi schönen 3D-Grafik, wirklich keine sonstigen Neuerungen gab. Und ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so pralle. Ich fand auch die Steuerung nicht so toll, der Arcade-Version, also der Neuauflage. Turtles in Time Resheld, könnt ihr ja mal gerne mal gucken. Im PlayStation Network oder Xbox Live Marktplatz. Man kann sich auch die Demo laden, zumindest bei der Xbox, weiß das nicht, wie es bei der PS3 ist. Dann könnt ihr das ja gerne mal antesten. Falls ihr kein Super Nintendo zu Hause habt, dann wäre das ja eigentlich mal perfekt für euch. Ah ja, der Unterschied zu den Neuauflagen gesetzt zur Super Nintendo-Version. Die Neuauflage für Xbox und PlayStation 3 orientiert sich an der alten Arcade-Version. Das heißt, die Änderungen, die es in der Super Nintendo-Version gab, gibt es nicht. Das heißt, die Gegner sind genauso wie damals auf dem Arcade-Automaten. Und ich wurde von blöden Robotern besiegt. Also, das geht ja schon gut los, im zweiten Level schon. Kannst du jetzt mal explodieren? Dankeschön. Unter anderem im Dinosaurier-Level hat man einen ganz anderen Gegner in der Arcade-Version und in der Xbox-Version und PlayStation-Version als hier in der Super Nintendo-Version. Was ich auch gut finde, ich finde den von der Arcade-Version den Endboss viel besser. Weil hier hat man es mit so einer hyperaktiven. In der Super Nintendo-Version hat man es mit so einer hyperaktiven prähistorischen Schildkröte mit Schwert zu tun, das ist voll nervig. Und da spiele ich das nicht so gern. Oh, habt ihr das gesehen? Er hat mich mit seinem Schwert geschlagen. Anstatt mich damit zu schneiden, also versuchen zu schneiden, nö, er schlägt lieber. So, zack, zack. Mensch, ging ja schnell diesmal. Zack. Ja, komm, wirf den Deckel da. Ich stand doch über ihm. Wie kann er mich denn mit dem Deckel treffen? Wollt ihr mal was Tolles sehen? Guck mal. So. Kann man sich verstecken. Nochmal. Och. Och, und nochmal. Mensch. Ach, Mensch. Was passiert mir denn da immer wieder? Ja. Ach Mensch, das tut mir leid. Ey. 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 Ja, Alter. Sonst ist er doch nicht so schwer hier. Schade, dass er nicht im Loch fallen kann. Ja. Oh. Also, man merkt. Mit anderen Turtles ist der Gegner viel leichter zu besiegen. Dadurch, dass die anderen ja längere Waffen haben, längeren Radius. Ach Gott. Nix hier, du springst hier nicht rum wie so ein aufgedrehtes Eichhörnchen. Oh, da spring ich ja mal rüber, so. Ja, und wenn er mich gleich nochmal tot macht, dann. Was habe ich gesagt? Wenn er mich gleich nochmal tot macht, dann schmeiße ich den Controller gegen die Wand. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich im ersten Level schon. So, jetzt versuche ich es mal mit ihm hier. Alley Cat Blues. So. Dann nochmal von vorn. Das ist schon im zweiten Level, das ist so peinlich. Komm, komm, komm. Na gut, bin mir sicher erwischt, na egal. Man merkt schon, er ist deutlich langsamer. Donatello ist deutlich langsamer als Raphael. Und er hat auch nicht so viel Power. Dafür, dass Raphael relativ kurzen Radius, Schlagradius hatte, hatte er aber deutlich mehr Kraft. Schade, dass man nicht einsehen kann bei der Charakterauswahl, welcher denn stärker ist, welcher schneller ist, welcher mehr Kraft hat und so. Bei Streets of Rage konnte man das ja bei den Charakteren sehen, welcher gewisse Vorzüge hatte. Hier muss man das selber rausfinden. Das ist ein bisschen schade. Ah, diesmal trifft sie mich nicht mit dem Deckel hier. Och, bin ich schon wieder weg. Mensch.
geh weg. Nein. Ah, da mich jetzt doch geboxt. Du hast ein Schwert, ich hab einen Stock. Ja, ich bin gefährlich, ich hab einen Stock. Nein! Seid ihr alle tot? Bitte, bitte. Ja? Danke. So. Na komm, geh weg. Manchmal habe ich das Gefühl, der trifft mich richtig. Ich hätte gerne eine Pizza. Eine Pizza wird mir jetzt relativ gut tun. Oder auch nicht. Dann kriege ich halt keine Pizza. Muss ich halt so mein Lebenswerk hier verrichten quasi. Na komm her. Na komm, komm. Ha, nicht getroffen, was? Ja, wohl nix. So, ich schmeiße ihn in ein Bild. Yeah! Das ist immer cool. Das auch. Zack. Pizza Time! Ey, box mich nicht! Ihr dürft mich nicht boxen. Ich bin von einem Aussterben bedrohte Schildkrötenart. Ich bin eine sogenannte Mutantenschildkröte. Mich darf man nicht boxen. Aua! Und du bist nur ein Roboter, dich darf man boxen. Du bist kein richtiger Turtle. Aber ich versuche ihn immer wegzuspringen, aber der trifft mich trotzdem. Ey! Und man sieht, man hat deutlich mehr Chancen mit langen Waffen. Ja, mach dir wieder deine Lasershow. Das ist mir doch die Jacke. Ach Mensch. Hab ich gedacht, ich springe ins Loch, um ihm zu entgehen, seine Laserschüsse da. Wie gut, dass man nicht verwundet wird, wenn man ins Loch springt. So, jetzt ist er aber hin. Ja, jetzt ist er im Arsch. Und ich gehe nochmal Tschüss sagen. So. Ach, und nochmal, weil es so schön ist. Und gleich nochmal. Und kann ich nochmal? Nee, schade. Alicat Blues. Kawabanga. Ach, schön. Da-da-da. Ja, dieses Level mag ich nicht. Ich weiß nicht, das haben sie nicht gut gemacht. Dieses Surf-Level, das ist nicht schön. In der Kanalisation surfen, wer macht denn das schon? Außer die Turtles. Ey, box mich nicht. Man sieht, das ist sehr fordernd. So, du bist auch weg. So, jetzt kommen diese Alien-Viecher. Oder nee, noch nicht. Jetzt kommt erstmal diese Kackdinger. Oh Gott. So. Aliens, die in der Kanalisation leben, das ist was ganz Normales in New York. Naja. So, jetzt kommt auch gleich der Endboss. Dieses Levels. Der Red King, der Rattenkönig. Da kommt er jetzt gleich. Pass auf, Leute. Da kommt er. Der Rattenkönig. Auf seinem komischen Gefährt. Ja, ja. Blub, 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 blub. Ja.
blop, 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 blop. Gleich habe ich ihn. Gleich habe ich ihn erwischt. Gleich ist er Geschichte. Wenn er mich nicht abschießen würde. So. The Red King ist auch tot. Ach, endlich. Kawabanga! Ja. So, den Technodrom, den mache ich noch. Ach ja, schön. Der Technodrom. Let's kick chill. Ja. Nicht mit mir, Freundchen. Ihr könnt hier jemand anders als Prügelknaben aussuchen. Ich mach da nicht mehr mit. Ich wehr mich. Ich bin eine Schildkröte. Schildkröten schlägt man nicht, ja? Echt, was fällt euch ein? Oh, diese Hunde sind ja... Diese Hunde, Roboterhunde oder was auch immer. Die sind so nervig. Nur wegen den Hunden habe ich jetzt nur noch 2 Leben. Ich habe gerade irgendwas erhalten. So, jetzt bin ich tot. Oh! Oh, cool. Zack, zack, zack. So, weg mit euch. Ja, jetzt hätte ich es auch nicht gebrauchen können. Naja, egal. So. Ja, Schredder, lach du nur. Lach du nur in deinem nicht vorhandenen Bart. Das Lachen wird dir noch vergehen. Fliegen immer gern, habe ich das Gefühl. Oh, ja, bekämpft euch selbst, ihr Deppen. Aua, tut mir nicht weh, ich bin doch nur eine Schildkröte. Im zweiten Turtles-Film, Realverfilmung damals, aus den, ja, friere mich ruhig nochmal ein. Da kamen ja diese 2 Figuren zum ersten Mal zum Vorschein. Ah, endlich. Bitte lass eine Pizza liegen. Ja, danke. Ey! Sag mal, wieso schlägt der mal in die falsche Richtung? Donatello, was soll das? Das habe ich nicht erlaubt. Lass mich los! Ich will nicht! Ich will nicht mit euch spielen, ihr seid mir zu hässlich. Ihr seid die Fußgang oder Fußholder. Fußgang. Was ein dämlicher Name. Wenn man es mal recht überlegt. Seid ihr alle tot? Oh, cool. Jetzt kommen, glaube ich, diese Kleinen raus, ne? Ja. Sag mal, ist jetzt mal gut? Mensch. Lässt sie geil Scheißhaus fliegen, die Typen hier. So. Und du fliegst. In 3D wird das bestimmt voll gut kommen, wenn der fliegt.
weil ich die Typen hasse. Ja. Oh, die sind so nervig. Das sind nur Blocken. Irgendwann kriege ich ihn noch. Oh, endlich. Meine Güte. Das ist ein Krampf mit dem. So, jetzt kommt Shredder mit seinem schönen Kampfroboter da. Den machen wir noch. Ja, so besiegt man Shredder. Ah, oh, jetzt wurde ich besiegt. Aber ich habe ja noch ein Leben. Ach komm. Ey. Kann das angehen? Hallo, ich will ihn werfen. Sag mal. Oh. So schwer ist er doch sonst nicht. So, er ist besiegt. Shredder ist tot. Yeah. Naja, Shredder ist selber nicht tot, aber sein Roboter ist tot. So, in dem Sinne sage ich jetzt auch mal, das war's für heute, für diese Woche, besser gesagt. Nächste Woche ist Kai wieder dran. Dann wird Kai euch irgendein Spiel aus seiner Kindheitserinnerung zeigen. Was das sein wird, ich weiß es nicht. Lasst euch einfach wieder überraschen. Ich sag dann mal, bis zur nächsten Woche. Man sieht sich, hört sich, wie immer, sonntags und freitags. Also, in dem Sinne sage ich dann mal, tschüss.